herzlich willkommen zu den Dingen, die jeder tut. Ich bin mal so auf die Schliche gegangen und hab so mal, ich sag mal, mich informiert, was Leute denn so tun. Da habe ich ganz viele Sachen gefunden, die auch selbst auf mich zu treffen, und das war richtig schockierend. Okay, so fangen wir an. Nach Schauspielern googeln. Stellt euch vor, ihr sitzt gerade so vorm Fernseher, schaut euch einen schönen Film an und dann nach ungefähr nach dem Film habt ihr Langeweile und schaut auf Google einfach mal oder tippt einfach mal den Titel des Films ein und seht euch allen Schauspielern an. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Oder mache es immer noch. Höflich lachen, auch wenn es überhaupt nicht lustig war. Ja, das kann schon hinkommen. Nach dreimal nachfragen, weil man es nicht verstanden hat, einfach nicht nochmal nachfragen, auch wenn man es immer noch nicht verstanden hat. Glaubt, es ist auch eine Art der Höflichkeit oder eher der Lustigkeit, da man dann einfach, glaube ich, keine Lust mehr hat, dass derjenige das immer noch wiederholt. Beim Chat etwas schreiben und aufhören, wenn man sieht, dass derjenige tippt. Ja. Neue Facebook-Freunde stalken. Du bekommst eine Freundschaftseinladung, schaust dir diesen Typen an, auch wenn du ihn vielleicht schon 5 Jahre lang kennst, gehst du trotzdem auf sein Profilbild und nimmst davor natürlich erstmal an und siehst dir alles Mögliche an, was derjenige schon gepostet hat, sprich Fotos, vielleicht auch gegebenenfalls Videos und Infos und was weiß ich. Für die einfachsten Matheaufgaben trotzdem einen Taschenrechner benutzen. Internetseiten ständig aktualisieren und hoffen, dass es etwas Neues gibt. Das ist bei mir auch so, denn zum Beispiel klicke ich ständig auf die YouTube-Startseite und wieder dann zurück auf meine Videos, um zu sehen, ob sich jemand oder ob die Views sich vergrößert hat. Und wenn bei einem Video dann steht, statt 14 Views, dann 15 Views, freue ich mich total. Gleich nachdem man nach Hause gekommen ist, sich erstmal etwas Bequemes anziehen. Beweis. In der Stadt, wenn man shoppen geht mit Freunden oder Familie oder was weiß ich, immer sein Spiegelbild sich im Schaufenster ansehen. Das musste ich bei mir auch feststellen. Immer wenn ich mit Freunden unterwegs bin, schaue ich immer so ins Schaufenster, sehe mich, und wenn dann das nächste Schaufenster kommt, sehe ich wieder hin. Das ist eigentlich total sinnlos, aber na gut. So, das war's auch schon. Das waren ein paar Fakten oder ein paar Dinge, die jeder tut. Wenn es auf euch zutrifft, egal wie viele, einfach Daumen hoch, und wenn euch noch etwas einfällt, dann einfach als Kommentar schreiben. Und ja, dann bin ich mal gespannt, ob diese Dinge auch auf euch zutreffen, ob ihr diese ständig tut oder getan habt, keine Ahnung. Ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und nicht vergessen zu abonnieren, es ist kostenlos. Und dann kommen wir auch schon zur Endqualität.